Hallo Leute, herzlich willkommen bei Me AppleCat. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr euer iPhone in den DFU-Modus versetzen könnt. Folgendes braucht ihr dafür: einmal euren Mac oder euren PC, dann natürlich euer iPhone und das Kabel zum Synken. Um euch das Ganze demonstrieren zu können, werde ich erst einmal mein iPhone 4 ausschalten, damit wir das Ganze einmal gemeinsam durchgehen können. So, in der Zeit sei erwähnt, dass ihr, wenn ihr das Ganze durchführt, schon mal euer iTunes starten könnt auf eurem PC. So, das iPhone fährt runter. So, das iPhone ist jetzt komplett ausgeschaltet und wir können beginnen. Und zwar, indem wir den Power-Button und den Home-Button gleichzeitig drücken, für 10 Sekunden etwa. Und danach werden wir den Power-Button loslassen und den Home-Button für weitere 5 Sekunden gedrückt halten. Und dann lassen wir auch den Power-Button los. Nun erscheint bei eurer iTunes-Version folgender Hinweis: iTunes hat ein iPhone im Wartungszustand erkannt. Sie müssen dieses iPhone wiederherstellen, bevor Sie es mit iTunes verwenden können. Und das ist genau der Punkt, an den man kommen möchte, wenn man den DFU-Modus benutzt. Denn wenn euer iPhone nicht mehr reagiert hat, nicht mehr hochgefahren ist oder sonst irgendwie festgefroren war in irgendeiner Anwendung, könnt ihr genau ab hier wieder euer iPhone herstellen mit einer Sicherung entweder von eurem PC oder mit einer Sicherung aus der iCloud. Und dann sollte das Ganze wieder funktionieren. Außerdem braucht man den DFU-Modus auch, wenn man zum Beispiel einen Jailbreak aufspielt. Ich hoffe, das Video hat euch soweit weitergeholfen. Und bis zum nächsten Mal, euer Me AppleCat. Ciao.